Und am Ende jubelt Stuttgart. Die Finalserie zwischen dem Dresdner SC und Allianz MTV Stuttgart ist wieder ausgeglichen. Spiel 2 ging an das Heimteam. Stuttgart gewinnt ein irres Match mit 3:2, in dem der DSC nach 2:0 Satzrückstand wieder herankam, 3 Matchbälle vergab und am Ende verlor. Ja, war wirklich ein komisches Spiel, weil im Grunde sah es lange Zeit ein bisschen so aus, als würden wir hier mit 3:0 nach Hause fahren. Da wären wir jetzt schon wahrscheinlich irgendwo Richtung Nürnberg unterwegs. Dann haben wir es geschafft, den dritten Satz zu drehen. Spielen dann allmählich so ein bisschen das Niveau, das wir spielen können. Dann ist es ein ausgeglichenes Spiel, denke ich. Ja, und im Tiebreak sind wir die ganze Zeit vorne und machen es dann am Ende nicht zu. Aber so ist halt Volleyball. Und letzten Endes hat Stuttgart einfach super gespielt. Und am Ende sind halt Kleinigkeiten, dass wir einen Unterschied machen. Und da haben wir es nicht ganz geschafft. Die Atmosphäre in Stuttgart war vom ersten Ballwechsel an heiß und dennoch kamen die DSC-Mädels gut ins Spiel. Doch gegen Mitte des ersten Satzes kippte die Partie, weil die Annahme auf Dresdner Seite nicht mehr wie gewünscht funktionierte. Deutlich mit 25:17 gewannen die Stuttgarterinnen Durchgang 1. Auch im zweiten Satz der gleiche Film. Der DSC konnte einen guten Start nicht nutzen. Stuttgart zog vorbei, Alexander Weibel wechselte. Doch auch Lisa Izquierdo, Katharina Schwabe und Jennifer Cross konnten den Satz nicht drehen. 25:20, Allianz legte vor. Dass der DSC aber durchaus gewillt war, auch in Stuttgart etwas zu reißen, zeigten die Schmetterlinge im dritten Satz. Dort hielten sie lange Zeit dagegen und hatten am Ende den längeren Atem. Katharina Schwabe verwandelt den Satzball 25:22 für den DSC. Richtig zur Sache ging es im vierten Spielabschnitt. Klasse Ballwechsel, hohes Niveau. Beide Teams lieferten sich jetzt einen irren Finalfight. Bis zum Ende blieb es spannend, weil Stuttgart aber zweimal patzte, schaffte der DSC den Satzausgleich. 25:23, Tiebreak. Im Entscheidungssatz zeigten die Stuttgarterinnen, warum sie in dieser Finalserie so gefährlich sind. Dresden führte mit 8:5, 14:11, doch die Allianz-Mädels kämpften bis zum letzten Ball. Unsere Mannschaft geht nicht auf, wir pushen einander immer wieder hoch. Heute hatten wir auch ein paar Mal die Schiedsrichter gegen uns. Wir bleiben kämpfen und dann kriegt Dresden auch Angst, den Ball, die letzte Ball zu machen und dann geht es an uns. In der Tat, am Ende zeigte der DSC Nerven. 3 Matchbälle konnte der amtierende Meister nicht verwerten. Diese Kleinigkeiten waren es, die das Spiel entschieden, findet auch Dresden-Trainer Alexander Weibel. Ja, wir haben einen Aufschlag beim Matchball, einen Sprungaufschlag von Krisi Mikalenko, der ist halt an der Linie knapp aus. Wenn der 10 cm kürzer ist, ist es Punkt, das Spiel aus, das ist eine Kleinigkeit. Und danach hatten wir eben Mühe, die Annahme sauber zu kontrollieren gegen einen guten Aufschlag, in dem Fall von Michi Mlankova. Und haben dann natürlich Probleme gehabt, den Ball auf den Boden zu kriegen, so wie Stuttgart eben zuvor. Und deswegen ist es halt einfach so, dass man halt immer versuchen muss, präzise zu sein und es gelingt halt nicht immer. Und, in der ersten Hälfte des Tiebreaks haben wir eben ein bisschen mehr Druck gemacht und Stuttgart halt zum richtigen Zeitpunkt aus ihrer Sicht am Ende. Und deswegen haben sie das Ding noch gedreht und auch in Summe, wenn man den ganzen Tag anschaut, durchaus verdient gewonnen. Wir waren heute nicht so gut, wie wir das gerne wären und da müssen wir unsere Lehren draus ziehen. Nach 131 Minuten war das zweite Finalspiel Geschichte. Stuttgart verwandelt den ersten Matchball mit 3:2, gewinnen die Allianz-Schmetterlinge und wittern im Playoff-Duell Morgenluft. Ich habe gehofft, dass es so ein Finale wird, auf Augenhöhe und jetzt mal Kraft sammeln und am Mittwoch wieder Vollgas rein und dann ist noch viel möglich, glaube ich. Zu Hause müssen die DSC-Mädels Zähne zeigen. Am Mittwoch findet das dritte Finalspiel in der Margon Arena statt. Alles auf Anfang in der Serie. Es steht 1:1. Mehr Beiträge zur Volleyball-Bundesliga unter sportdeutschland.tv.